Ja, wenn man jetzt so einen Bettini-Motor, ja, ein bisschen neu bewickelt hat oder auch schon einen hat, wo schon ein Haufen Drähte drauf sind, man nur nicht so richtig weiß, wo da Anfang und Ende von den Drähten ist, ne, da probiert man sich ja dann tot am Ende. Gibt es einen ganz einfachen Trick, wie man das rausfinden kann, wie rum, ne, die Spulen gewickelt sind. Und zwar mit Hilfe von einem ganz normalen Kompass. Also es geht aber nur mit so einem richtigen Kompass, also die komischen Dinger, die da in den Handys eingebaut sind, die da über GPS rauskriegen, wo Norden, Süden und so weiter ist, funktioniert das halt ganz so toll. Ja, dann brauchen wir einfach nur noch eine, ich nehme da immer 9 Volt Batterie. Na, wir suchen uns eine Wicklung raus. Momentan habe ich zwischen den zweien hier einen Widerstand gemessen. Ja, mal gucken, wie rum die gewickelt ist. Ne? Okay, also da, 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 da. Jupp, alles klar. Seht ihr? So kann man das dann rausfinden. Funktioniert ganz gut. Wenn man sich jetzt mal einen etwas größeren Bettini zusammengebastelt hat, ne, gibt es da meistens das Problem, vor allem, wenn dann hier eine große Scheibe drauf hängt, die zuerst mal ordentlich auf Drehzahl kommen muss, dass diese Potentiometer ziemlich schnell durchrauchen. Also wenn man dann nicht ein richtig schönes, großes, so für 10, 20 Watt hat, dann rauchen die schon ziemlich schnell ab. Ja, und da wurde ich neulich gefragt, wie man sich denn da behelfen kann. Ja? Und ja, meine Lösung sieht da so hier aus. Das sind ein Haufen Lastwiderstände. Ich glaube, weiß nicht, 100 Ohm oder sowas haben die, oder 60. Ja, ich komme insgesamt zu fast auf 1 Kilo Ohm, wenn ich die komplett in Reihe dann praktisch so lasse, wie sie es sind, wenn ich sie hier nicht kurz schließe. Ja, und um da verschiedene Widerstandswerte rauszubekommen, muss man dann einfach nur hier unten die Teile kurz schließen. Ne? Also, das schaut dann folgendermaßen aus. Gehen wir mal ran mit einer ordentlichen Voltzahl von... Ja, 18 Volt so ungefähr. So, mal andrehen. Ja, jetzt wird normale Potties schon durchrauchen. Ja, aber so funktioniert das. Ja, so könnt ihr euch ganz einfach euer eigenes regelbares Potty bauen. Ne? Das war dann nicht mehr ganz analog, aber für die Tests müsste es eigentlich ganz gut reichen.